Kennt ihr das? Wichtige Information. Dieses Symbol zeigt an, dass Ihr Spielfortschritt gespeichert wird. Bitte schaltet das System nicht aus. Film verbindet mit Little Big Planet 3 online. Und herzlich willkommen zu Little Big Planet 3. Ja, ich habe die anderen zwei Teile nicht zocken können. Das ist mein erstes Mal Little Big Planet. Und ich heiße euch willkommen zu meinem neuen Let's Play Sumo Digital Games von Little Big Planet. Einer kann etwas anschauen und es bestaunen. Zwei können zusammenschauen und das Staunen teilen. Wir sprühen immerzu Funken der Fantasie. Lasst uns diese Funken teilen. In jedem Verstand gibt es einen Code, der unsere Kreativität steuert. Er bildet eine Leitung, so etwa wie eine Gehirnnabelschnur, die auch die fernsten Bereiche unserer Fantasie erreicht. Also lass uns bauen. Zusammen können wir die Grenzen überschreiten, bis sie nur noch ein kleiner Punkt am Sternenhimmel sind. Oh, ich Lasst freue uns mich. fliegen. Stecken wir unsere Köpfe zusammen und gestalten. Jeder auf dieser Kugel der Träumer trägt seine Ideen bei. Sie steigen die Gehirnnabelschnur hinauf und versammeln sich in der Fantasiesphäre, der Heimat unserer kreativen Ideen. Also mach mit, denn du bist wirklich immer und zu jeder Zeit herzlich willkommen in Little Big Planet. Schöner Anfang. Episch. Und da bin ich. Der kleine etwas hier. Ich durfte eine Stunde beziehungsweise das Tutorial genießen. Zwar alleine, das war am Vatertag, da konnte ich mal ein bisschen herumprobieren und schauen. Ich versuche mal, ob ich vielleicht kann ich ja dieses Tutorial noch mal für euch noch mal starten. Ich probiere es einfach mal aus. Gehen mal hier rein. Wir können jetzt ins Store gehen. Wir gehen aber auf Spielen. Spielen ist der Ort der Wahl, wenn du Langeweile mit Hilfe einer wolligen Sackfigur abschütteln willst. Es gibt viel zu tun. Für manche vielleicht sogar zu viel. Die Pop-It-Rätsel stellen dein Gehirn und deine Fingerfertigkeit auf die Probe. Und natürlich ist da unser größtes Abenteuer aller Zeiten. Und wenn du Sachen im Little Big Planet Store gekauft hast, nun, dann findest du sie unter Mehr Stories. Wenn das noch nicht reicht, öffne die Tür zur Community, wo du Trillionen von coolen Levels von unterhaltsamen und attraktiven Leuten wie dir findest. Sowas wie Langeweile gibt es hier. Und das glaube ich. Wir zocken als erstes mal komplett die Geschichte durch. Und dann bauen wir definitiv auch mal selber ganz gepflegt mal eigene Levels, dass wir auch zu diesen Trillionen von Levels gehören. Und wir fangen einfach direkt mit den Abenteuern an. Ich freue mich schon direkt darauf. Willkommen zurück, tapferer Rollabenteurer. Bist du bereit für deine großartige Reise durch Banken? Welche Wendungen dich wohl erwarten? Wer kann das sagen? Ich nicht. Und Susan auch nicht. Sie ist eine Katze, weißt du, und ich glaube, Miauen oder Schnurren beschreiben vorausliegende Wunder nur unzugänglich. Ja, das glaube ich auch. Aber ich wollte einmal nochmal mit euch die. Da unten bin ich ja, wie ich das sehe. Eigentlich wollte ich mit euch Karten muss man Den einfach. Tutorial nochmal starten, Ich habe aber noch nie eine anscheinend kann ich das Weltkarte nicht. auf den Boden gelegt, Oder um doch? mit Monstergeräuschen darüber wegzustampfen. Aber mal im Ernst, Karten sind fantastisch. Und die hier oben gleich 86. doppelt. Die Karte ist das Epizentrum des Abenteuers. Du wirst sie regelmäßig besuchen, wie ich dich kenne. Ja, Wähle mit dem wahrscheinlich schon. linken Stick deinen Zielort aus. Mit der Ja. Aktionstaste besuchst du ihn. Keine Sorge wegen all der gesperrten Abzeichen. Beim Spielen erhältst du schon Zugriff darauf.
So viel zu sehen und zu tun, mir ist ganz schwummrig vor Aufregung. Wo ist die Weltkarte? Ich will losstampfen. Der Sprecher, ich finde den Sprecher so toll und die Musik klingt wundervoll. Ich sehe hier gerade, ich bin hier schon mal komplett hier durchgestampft. Hier sehen die ganzen Prozente. Und wir versuchen es einfach nochmal mit 1. Dann laufen wir hier durch, wie ihr mich jetzt hier durchblättern seht. Natürlich nicht direkt da, wir werden da anfangen. Und da, ich glaube, das ist die Anleitung. Richtig? Und die Nacht auf den Fliesen. Wir fangen einfach mit 1 an, damit ihr ganz von vorne aus wissen könnt, was ist eigentlich jetzt in den letzten... in dieser letzten Tutorialstunde überhaupt passiert, bevor ich dann gedacht habe, boah, ey, das Spiel macht doch so viel Laune, ich hätte ich jetzt nicht gedacht, ich mache doch mal eine Aufnahme und ich bin jetzt einfach dabei zu sagen, ja Mann, das Spiel ist eine Aufnahme definitiv wert und werde definitiv sofort los anfangen zu spielen hier. Warte mal, ich drück mal, da steht mehr auf Viereck. Über dieses Level. Das Abenteuer beginnt. Eine idyllische Nacht mit der kunstvollen Welt, wie von einer kosmischen Störung Fantasiefähren erschüttert. Das könnte das sein. Kuchen vielleicht? Nein, kein Kuchen. Wir werden diese Anleitung jetzt spielen. Oder kann ich hier raus? Ich hoffe, das ist die Einleitung. Irgendwie bin ich ein bisschen skeptisch. Wir machen es einfach mal. In diesem Spiel können andere Sackfiguren. Möchtest du ihren Level beitreten? Nein, ich will alleine spielen. Denn ich bin jetzt auch gerade alleine hier zu Hause. Und meine Friends, die lassen mich jetzt hier gerade schön alleine let's playen. Obwohl ich die Wahl hätte. Ein bisschen Zeit hätte. Mein Kumpel wartet auch schon. Um 8 Uhr fängt es dann mit Metal Gear Solid an. Ein bisschen rumballern. Jetzt erstmal. Ein Besuch bei Little Big Planet enthüllt dein wahres und reines Selbst. Einen knuddeligen, neugierigen Abenteurer, eine Sackfigur. Und das bist du. Du siehst Hammer aus. Mit dem linken Stick bewegst du deine Sackfigur. Ganz leicht antippen, um etwas zu schlurfen und etwas beherzter schubsen für einen Sprint. Und das machen wir jetzt auch. Toll. Also wir können das komplette Tutorial komplett neu anfangen. Vielleicht können wir auch genau das dann mitnehmen, was wir auch mitnehmen können. Ja, ist das? Das kenne ich gar nicht. Na gut. Spring doch, wenn du dich traust. Dafür musst du die Aktionstaste drücken, kurz antippen für einen Hüpfer und lang drücken für einen Riesensatz. Wundervoll. Wundervoll. Der Aufstieg deines Ichs vom Boden der Erde in die Sphäre von Little Big Planet ist vergleichbar mit einer Wiedergeburt. Du erscheinst hier als ein nacktes Bündel wolliger Unschuld. Die Betonung liegt auf nackt. Zieh dir Kleider an, die sagen, ich mein's ernst, Kleiner. Ich meine es auch ernst. Hab dir vielleicht ein paar robuste Hosen oder einen Abenteurerhut. Öffne hierfür dein Poppet mit der Menütaste und wähle die Charakter-Anpassen-Option. Dort kannst du den Inhalt mit dem linken Stick durchstöbern und das gewünschte Gewand mit der Aktionstaste anziehen. Sobald die Boutique geplündert ist und du ansprechend gekleidet und beschut bist, kannst du dich durch Drücken der Zurücktaste deinen Kumpels präsentieren, wenn du es wirklich darauf anlegst. Okay. Dann schauen wir mal, was wir überhaupt hier haben. Wir nehmen aber die coole Insel. Obwohl, ich bin eigentlich voll der Lila-Fan. Ich weiß das wohl. Wir nehmen schon eine Lila der Schnur. Ich weiß, es hört sich komisch an, aber... Es ist ja so, wie es ist. Ich habe mir das Tutorial, habe ich ja aber schon durchspielen können. Darum habe ich ein paar mehr Outfits. Oh nein! Ich habe das wieder zurückgesetzt, das wollte ich gar nicht. Funktionen, was ist das denn? Nein, ich habe mein ganzes Ding, habe ich jetzt vermurzt. Scheiße! Auch toll. Na gut, wir machen einfach Kostüm speichern. Nein, wir wollen ja so ein eigenes Kostüm zurücksetzen, bitte, ja? Outfits. Aha, die beiden können wir machen, das wollen wir aber nicht. Und wir haben Nana Put.
Die wollen wir aber nicht spielen. Nein. Einmal zurück hier. Aber irgendwo konnte ich meine Persönlichkeit auch nicht, ne? Nein, 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 nein. Wir gehen nochmal hier drauf. Irgendwie konnte ich. Ja, genau, jetzt haben wir es. Ich hatte das schön angehabt. Ich mochte dieses. Wir gehen einfach mal alles durch. Es gibt diese Art von Möglichkeiten durch zu probieren. Im Moment habe ich das auch gefarmt. Also an Outfits. Guck mal, das kenne ich noch gar nicht. Der ist ja mega crazy. Cool. Und das finde ich auch mega dick. Hat was. Und ich denke mal, wir werden des Laufen des Spiels uns jeweils immer wieder neue Outfits irgendwie herumzustern. Das war eigentlich mein Anfangslogo. Ich fand das ziemlich ganz cool. Was heißt Logo? Meine Anfangsmaterialien, wo ich mich bestell. Ich mochte dieses wollige, braune etwas. Aber diesmal werden wir uns einfach mal gigantisch mal direkt in was hineinversetzen, was uns total was anderes filtert. Sozusagen werde ich jetzt mal voll der Hippie hier sein. Den nehmen wir jetzt. Oh, ich habe ein paar Hüte freigeschaltet, wie ich sehe. Mega cool. Wir nehmen das hier. Ich finde diese Cricket-Mütze ziemlich cool. Und ich könnte Haare auch nehmen. Ja, komm, wir nehmen die Haare. Haare sind toll. Ich mochte die leuchtenden Augen. Sehr direkt. Und wir können eine Brille machen. Wir machen die direkt zum Nerd. Nerd ist gut. Nerd ist geil. Und ganz ehrlich, ich finde diese Zähne affengeil. Affengeil. Braucht er einen Schnurrbart? Der braucht einen Schnurrbart. Das nehmen wir auch. Dann bauen wir ihn. Er braucht eine Hose, weil ich finde einfach, wenn er nackt aussieht, sieht er einfach. Oh, Cricket-Hose. Sehr toll. Was haben wir da noch? Ein Rock. Nein, wir ziehen ihn normal an jetzt. Und die Füße sollen auch stimmen. Hat er ein paar Sneakers? Hey. Weiße Absätze, aber er ist ja keine Frau. Darum sagen wir es mal so, er kriegt einfach mal ein paar Sattelschuhe an. Obwohl, die sind echt verdammt hässlich. Wir nehmen die hier. Hier gibt's was für einen Hals. Nein, 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 das kriegt er nicht. Ein Cricket-Schläger. Ja, aber braucht er wirklich jetzt nicht. Das wollen wir ihm jetzt nicht geben. Was ist das denn hier? Okay. Das ist ja mega. Das passt ja voll auf sein Style, sozusagen. Diesen Cricket-Pulli hier. Gestreifte Jacke. Auch nicht schlecht. Wir nehmen einfach mal den Cricket-Pulli. Ich finde ihn einfach nur affengeil so. Ja, ich bin jetzt zufrieden mit meinem Charakter. Den nenne ich einfach jetzt mal, weil er jetzt so geil aussieht. Ohne Scheiß, der sieht aus wie ein Rudolf aus, ne? Guck den doch mal an. Das ist der Hammer. Ich muss mich mal ein bisschen umsetzen, weil mein Joypad ist jetzt. Ich habe das total vergessen, dass mein Joypad eigentlich genau die Kopfbewegung macht. Und vorhin lag ich schön auf meinem Sofa, jetzt erstmal nicht. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt immer noch weiter gut hören. Ich muss mein Mikrofon ein bisschen umstellen. Falls ihr jetzt die Lautsprecher oder die Lautfunktion von YouTube oder was weiß ich, jetzt gerade eben ein bisschen verändern müsst, dann tut mir das wirklich leid. Wir gehen jetzt so mit diesen Einstellen zurück. Ich finde das verdammt cool. Okay, wir laufen jetzt einfach weiter. Oh, da bin ich. Hast du bemerkt, dass Zack-Figuren bei ihren Streifzügen durch die Fantasiesphäre alle ein Pokerface tragen? Konzentriert auf die vor ihnen liegende Aufgabe. So muss es aber nicht unbedingt immer sein, weißt du? Du kannst deine Mimik ändern, indem du die Richtungstasten benutzt. Ganz leicht. Die Oben-Taste zeigt allen Ich deinen finde das so geil. Siegerlächeln. Finster blickst du mit der Unten-Taste. Die Rechtstaste zeigt dein fieses Gesicht. Die Linkstaste dein ängstliches. Du kannst nicken und den Kopf schütteln, indem du mit dem Controller wackelst und durch Drücken des linken Sticks auf die Steuerung der Hüfte umschalten. Warum schüttelst du dich nicht etwas? Als wäre das noch nicht genug. Drück doch mal die Gliedertasten oder benutze den linken und rechten Stick. Schau mal, du winkst ja. Ja, Ja, sehr ich gut. kann Ich winke zurück.
Ganz wirklich. Ehrlich. Jetzt wird es peinlich. Wieso wird es peinlich? Nein, ich finde das geil. Wieso soll ich denn aufhören damit? Ich finde es geil. Party, Alter. Das ist so mega cool. Guck mal hier. Pass auf, ich mache jetzt meinen auf als Emo. Ich mache jetzt mal so einen richtigen... Tut mir leid, ich wollte eure Emos jetzt nicht beleidigen oder was weiß ich. Ich meine, so richtig auf... Oh nee, das ist sauer. So richtig so... so richtig auf Depri machen. Aber das sieht gut aus. Ich tanze mal, ich versuche mal ein bisschen zu tanzen hier. Nein, ich krieg das. Ich versuche das mal hinzukriegen. Nee, ich sehe das. Hallo, yeah! Spacken. Okay. Auf Ecstasy sein erstmal. Nee. So, jetzt laufen meine Welt weiter rum. So, auf geht's. Okay. Ich weiß, dass du ganz wild auf das alles bist. Aber bitte denke an das Ethos der Fantasiesphäre. Gestalten und teilen. Ja. Danke, altes Haus. Ich übernehme jetzt. Ah, so ein Glück. Da ist ja meine rechte Hand ins Spee. Bereit, mir bei Bankums Rettung zu helfen. Nur ein kleiner Druck auf diese Taste und unser Abenteuer beginnt. Oh, nein, auf der linken Seite. Nein, wenn ich da vorstehe, dann wäre das ja, nee, auf der, nein. Die hier war's. Oh, er macht denselben Fehler schon wieder. Schwarzes Loch! Hilfe! Halt dich an den Baum fest! Nein! Little Big Planet. Ich heiße euch nochmals willkommen zu diesem wahnsinnigen Träumenrätsel. Ich habe mal gehört, dass der zweite oder der zweite Teil definitiv spannender gewesen sein soll. Ich weiß es leider nicht. Ich fange sofort mit dem dritten an. Ich hoffe, das ist jetzt für euch jetzt nichts Gravierendes. Aber das ist jetzt meine LP mit dem Dreier. Und ich freue mich wirklich tierisch daran, jetzt mich echt fantastisch mich damit auszu... auszuprobieren. Wir werden auch selber in den, wenn wir da durch sind, auch selber mal Levels bauen. Und ihr könnt auch genau dies auch, ich werde es online stellen, ihr könnt es auch selber dann noch spielen. Ich meine, man kann es. Aber ich halte es einfach mal mit der Presse jetzt. Jetzt fängt gerade die Geschichte weiter an. Au. Wow, geschafft. Du bist hier. Entschuldige die holprige Fahrt, Sackding. Ich bin Newton. Willkommen auf Bankenvolliger, wo am gesamten Himmel die wirbelnden Wolken der Fantasie schweben. Pausenlos eingepumpt in Bankums Atmosphäre, vom hoffenden kreativen Herzen im Kern, ein grandioser Mond der Wunder. Aber ich fürchte, Bankums Schicksal liegt in unseren Händen. Lass mich erklären. 35,8 Grad. Hast du das richtig gesehen, deine Mütze? Vor langer Zeit. Bevor das Negativitron fast die kunstvolle Welt zerstörte, fraßen drei finstere Fratzen an Bankums opulenter Kreativität. Die Inspiration versiegte. Wir kippelten am Rand des Abgrunds. Und dann kamen drei Helden. Mit Geschwindigkeit und Stärke und Eleganz. Schafften sie es schließlich, die Titanen zu fangen. Als Bankum wieder das kreative Paradies war, das du sehen kannst, verschwanden die Helden und wurden zum Mythos. Aber es gibt eine Prophezeiung für die Rückkehr der Titanen. Heute Nacht, kurz vor der Schlafenszeit, werden die gesamten Albträume von Bankum wahr. Und hier komme ich! Ich meine, wir ins Spiel. Komm mit, meine rechte Hand! Bankums Zukunft hängt von uns zwei mutigen Helden ab. Okay.
Naja, ich weiß ja, was passiert, aber ich tue es in euren Willen mal nicht, was da jetzt los ist. Hast du schon mal deine Zentrale dekoriert? Du willst doch nicht, dass Besucher total unbeeindruckt sind, oder? Nein, okay. Steigen wir von diesem Berg. Ich habe ein Geschenk für dich. Was zum Geier? Oh, ich liebe diese Mucke. Ach, wie ich die Bergluft doch liebe. Sie ist so luftig. So ja, bergig. Oh yeah. Drücke den linken Stick nach oben und unten und du gehst zum Bildschirm hin oder weg. Toll. Wir übernehmen aber alles mit hier. Drücke den linken Stick nach unten und drücke die Aktionstaste, um von einer Stufe zu springen. Ja, hab ich. Wenn du vor einer Stufe hochspringst, wirst du automatisch rückwärts darauf geschoben. Toll. Ja. Nein. Halt dich fest. Habe ich dir je erzählt, wie ich mal in einem Hut feststeckte? Wirklich? Nein. Tja, ist eine wahre Geschichte. Und immer noch aktuell, denn die Gefahr, in Little Big Planet stecken zu bleiben, ist so groß wie nie. Falls du in einer unüberwindlichen Schlucht oder sonst einer Klemme feststeckst, ist dein Poppet der Schlüssel zur Erlösung. Öffne es mit deiner Menütaste und markiere die erneut versuchen Option mit dem linken Stick. Halte dann einfach die Aktionstaste gedrückt, bis dein kleiner Sackkumpel schließlich explodiert. Keine Sorge, er ist ruckzuck wieder da, ausgespuckt am zuletzt passierten Checkpunkt. So gut wie neu. Habe ich dir je erzählt, wie ich mal in einem Hut feststeckte? Wirklich? Ja. Tja, ist eine wahre Geschichte. Ich und weiß. Immer noch. Ah, guck mal. Das Bild kennt ihr mit Sicherheit. Dieses Bild habe ich auf meinen Instagram hochgepostet. Ebenen Sprungbretter lassen dich von vorne nach hinten und hinten nach vorne hüpfen. Versuch's mal. Ja, natürlich. Genau. Rein und raus hüpfen. So wie ein Flummi. Rein und raus hüpft-Dings. Ja. Komm wieder zurück. Yeah. Oh, ich finde das so geil. Nein, den nehmen wir natürlich mit. Oh, kann man da rüber hüpfen? Scheiße, nein. Na gut, jetzt muss ich das so machen. Jetzt zurück. Und wieder vor. Ja, toll gemacht. Dein Hoppen ist echt nicht zu toppen. Toppen. Aktiviere mit der Aktionstaste die blauen Ebenensprungbretter. Benutze die Greifentaste, um an kletterbaren Oberflächen zu klettern. Ja, können wir machen, aber können wir das auch greifen? Das hat man nie ausprobiert. Du kannst während des Kletterns auch springen. Drücke einfach die Aktionstaste. Ja, warte, wir können das einfach anders machen. Meine Frage für euch, wie findet ihr eigentlich das Spiel? Falls ihr das Video euch gefallen hat oder was weiß ich, im späteren Verlauf, schreibt doch einfach mal in die Kommentare hin, ob ihr dieses Spiel auch selbst habt oder was weiß ich. Vielleicht können wir auch mal selber zusammen mal ein bisschen spielen oder so. Sagt mal Bescheid in den Kommentaren, vielleicht kann man sich auch vielleicht melde ich mich mal. Wunderbar, ich wusste, du kannst es schaffen. Spielen, das wäre ja mal was. Hammer. Oh, warte. Wie komme ich denn da nochmal raus? Ach ja, mit Springen. Ja, gute Arbeit. Und los. Nein, noch einmal. Ey, kann keine gute Arbeit machen. Hoppala. Nein, so war das auch nicht. Genau so. Jetzt aber. Nein, ich hab's immer noch nicht hingekriegt. Vielleicht in der Mitte. Auch nicht. Ja, jetzt hab ich's. Sehr gut gemacht. Checkpoint. Ich würde sagen, das ist das gewesen. Ah, fast. Komm. Du LSD, Junkie. Jawohl, endlich haben wir es. Schnapp dir mit der Greifentaste schwammige Teile und ziehe sie mit dem linken Stick umher. Aber ich krieg da nichts hin, hab ich.
soll ich denn machen? Ich krieg die nicht kaputt. Ah, doch, jetzt. Und jetzt. Ja, komm, ah. Nimm die. Das sieht so geil aus. Das sieht so cool aus. Drücke beim Ziehen oder Schieben die Aktionstaste. Dann bekommst du mehr Schwung. Die unartige Kinder, wie sieht das bitte schön aus? Ja. Ich bin doch so krass. Oh mein Gott! Okay, komm. Ah, komm, kommst du hoch? Ich glaube, ich muss den Schwamm benutzen, ja? Zum Spiel. Yeah! Den schieben wir mal rüber. Das heißt, meine Augen sind schon ganz feucht von dem Lachen hier. Du sollst da hochspringen, Alter. Ja, ich muss die Tränen erstmal wegstreichen. Hier, warte mal eben. So. Wie sieht das eigentlich aus im deprimierten Gesicht? Okay, komm. Oh, weiter geht's. Hoppa! Jawohl! Und darüber, darüber, darüber. Jetzt holen wir uns das. Und rüber, nein, nein, nein! Scheiße! Warte, kann man sich nochmal, warte, Poppet explodieren lassen? Alles klar. Jetzt geht's. Oh ja, gute Arbeit! Wir sind super! Scheiße, nein, finde ich nicht. Einmal müssen wir es nochmal explodieren lassen hier, sonst haben wir die. Wir wollen ja alles. Nein, 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 nein! Was machst du da? Ah, ich hab die Kanone auch schon, sehe ich gerade. Und ab. Ah, scheiße, jetzt habe ich die anderen beiden jetzt auch nicht gekonnt, aber ich glaube, die beiden habe ich sowieso. Schnapp dir dieses baumelnde Dings und schwinge dich mit dem linken Stick rüber. Tu ich. Ziemlich nützlich, hm? Wie sieht das denn aus? Ich weiß nicht, ey. Ich find's auch urkomisch, ey. Das haben sie, dieses als Adventure haben die es einfach nur geil gemacht. Nein, ich will nicht diesen Pumpinator haben. So, weiter geht's. Oh, das hab ich. Nein! Jetzt ist aber die Zeit dazu. Es fliegt mir mal explodiert zu lassen. Ah, scheiße. Guck mal, das Teil da oben. Warte, ich versuch's mal. Warte. Das Teil da oben. Seht ihr das? Das da? Warte. Das da auf dem Dings. Das habe ich nicht gekriegt. Oh. Bin einmal gestorben jetzt. Oh nein. So, den habe ich ja jetzt. Aha. Das sieht wie aus wie Super Mario, aus wie der klettert. Nein, ich kenne so ein Teil, das ist genau so. Mega gut. Ja, ja! Yeah. Ich finde das so geil. Alter, wo müssen wir mal drauf hier? Ja, jetzt! Oh, jetzt haben wir es hingekriegt. Aber wir haben es leider schon geknackt. Wo bin ich gefangen? Jetzt müssen wir auf mein Luftschiff, um uns auf deine, ich meine, unsere todesmutige Mission vorzubereiten. Auf geht's. Und wir haben den Level endlich mal geschafft. Sehr geil. Und, Level abgeschlossen. 87%. Ja, was?
Ja gut, ich habe kein Leben verloren. Also Leben habe ich ja... Ach, scheiße. Also ich habe mich jetzt gerade nicht verbessert. Eigentlich schade, ich glaube sogar verschlechtert. Aber ich weiß es jetzt auch gar nicht mehr so genau. Ich würde sagen, das nächste Level werden wir einfach, wie soll ich sagen, in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Bis zur nächsten Folge. Ciao.